Willkommen zu einer spontanen Aufnahme eines Daily Runs am 24.04. Wir gehen in Daily Run Nummer 10 rein. Damit hätten wir ein Drittel von dem geschafft, was wir schaffen müssen. Und ich würde die Daily Runs schon gerne schaffen. Mal schauen, wie oft wir das noch machen. Mal gucken, ob ich es am Samstag auch nochmal schaffe. Wird arbeitstechnisch ein bisschen schwierig, aber ich versuch's. Ich habe gerade schon gesehen, als ich die Mods rausgenommen habe, mit wem wir denn eigentlich den Daily Run machen. Es muss natürlich Apollyon sein zu einem Zeitpunkt, wo ich eine zweistellige Winstreak von Daily Runs aufstellen kann und unglaublich müde bin. Ihr merkt schon, meine Stimme, die ist aktuell ein bisschen sehr kaputt. Wir starten in den Daily Run rein und schauen mal, was wird. So, oh, direkt den. Ich bin so ein Vollidiot. Ich hätte es voiden können, ne? Ich hätte es einfach voiden können. Oh. Egal. Egal, dann haben wir halt jetzt einen. Da haben wir doch einen Fehler gemacht. Aber das macht nichts. Kommst du mal bitte raus? Vielleicht nicht unbedingt in die Richtung. Da, wo ich dich treffen kann. Komm dahin, wo ich dich sehen kann. So. Erstmal hier diese Räume machen und den Schlüssel mitnehmen. Ja, wie gesagt, ich habe gerade wieder einen Mr. Nightfox-Moment gehabt, in dem Spacebar-Items einfach nur existieren. Sie existieren einfach nur. Sie gibt es eigentlich gar nicht, Spacebar-Items. Die sind da oben links. Das ist ein Bild, was da angezeigt wird. Aber nutzen kann man die nicht. So, ja. Das war so klar. Das war so klar, dass mir genau eine Münze fehlt, ne? Das war so klar. Ey, komm mal, das lohnt sich hier. Egal, ich krieg nicht den Secret Room. Der ist sowieso da oben. Ich würde es trotzdem tun. Was? Ach, das ist ja ein halber Raum. Ich will diese. Dann ist er hier. Ich bin aus Versehen in den. Oh, wow. Ey, wirklich, Leute. Don't mind me. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich mit dem Red Key spiele, statt mit dem Void, ne? Ich könnte es beides voiden, aber dann würde ich jedes Mal auch den. Dann würde ich jedes Mal auch Guppy's Paw einsetzen, wenn ich Void nutze. Was auf Dauer nicht ganz so geil ist. Ich würde gerne das Void behalten. Ich will das Void behalten. Dafür, dass ich jetzt gerade schon wieder zwei so dumme Fehler gemacht habe, habe ich es nicht verdient, irgendein anderes Item mitzunehmen. So. Okay, let's go. Es ist nicht Steven, sondern Gemini. Leider keine Bomben, sonst könnte ich den Kampf hier ein bisschen beschleunigen. Und ich bleib dabei, in den Daily Runs ist es sehr seltsam, keine Enhanced Boss Bars zu haben. Da merkt man mal, wie sehr ich auf Mods mittlerweile angewiesen bin, vom Kopf her. Macht aber nichts. Weil wenn ich mir überlege, so der ein oder andere von euch spielt Isaac auf der Switch. Oder auf der PlayStation oder auf der Xbox, ne? Je nachdem, wo ihr euch halt dazu entschieden habt, Isaac zu spielen. Ihr habt ja auch keine Mods, ne? Zumindest glaube ich, dass. Warte mal, das nehmen wir mit. Das werde ich nicht voiden. Ich werde auch das Mysterious Paper einfach mitnehmen, weil dann haben wir eine Opportunity, dass wir nochmal wiederbelebt werden, wenn wir sterben. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber normalerweise sollte das so sein. Burning Basement 2. Wir haben eine gute Tears Rate. Wir haben einen. Voll aufgeladenes Void bedeutet, wenn da jetzt Schmutz drin ist, kann ich es einfach voiden. Und sind wir mal ehrlich, wir nehmen die Purified Poop mit. Weil, warum nicht? Wenn ich getroffen werde, spawne ich Poop. Und wenn ich Poop spawne, kann ich daraus auch noch ein bisschen was rausholen. Es ist eine Psyfly, die nehme ich natürlich mit. Die werde ich natürlich nicht voiden. So eine Psyfly kann man mal mitnehmen. Wer sich wundert, warum zum Teufel. Ich muss aufpassen, wie ich mich ausdrücke. Warum zum Teufel? Bist du so viel am Labern gerade? Bist du so redebedürftig?
Du bist zwischendurch in den Videos so leise und jetzt laberst du uns hier eine an der Backe. Leute, das mache ich, weil ich euch so gern hab. So, die Kiste greift uns an. Aber das macht nichts. So. Ich meine, das gehört ja auch irgendwo dazu, ne? Wir sind ja hier und machen Videos. Da wollt ihr natürlich auch ein bisschen was von mir hören, ne? Leute, wie war euer Tag? Erzählt mal. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie war euer Tag? Das ist ja sehr, das Video ist ja sehr, jetzt habe ich wieder Wortfindungsschwierigkeiten, ne? Das Video ist ja sehr aktuell, muss man ja sagen, ne? Das ist jetzt nicht voraufgenommen, wie die meisten meiner Isaac-Videos, wobei ich sagen muss, kein Isaac-Video, was ihr seht, wenn es rauskommt, ist älter als eine Woche. Aber die sind ja trotzdem vorproduziert, weil wenn du arbeiten musst, musst du halt auch gucken, dass du einen Tag hast, wo du dir die Zeit nehmen kannst, um solche Aufnahmen zu machen. Jedenfalls, wie war euer Tag? Erzählt mal. Und selbst wenn ihr dieses Video einen Monat später schaut, erzählt mir mal, wie euer Tag war. War's gut, war's schlecht? Hattet ihr einen schönen Tag? Guckt das Video zweimal und sagt mir nochmal Bescheid, falls ihr einen schlechten Tag habt. Alles gut, Leute. So. Also, ich hatte dann... Ist momentan alles ein bisschen stressig bei mir. Was auch arbeitstechnisch diese Sache ist. Was? Oh Gott. Oh, fuck. Fuckity, fuck, fuck. Oh, fuckity, fuck, fuck. Wartet mal. Die Sache ist halt die, ne? Wir sind halt aktuell ein kleines bisschen unterbesetzt. Manchmal auch ein bisschen überbesetzt. Und ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, wenn du viel zu tun hast oder wenn du nichts zu tun hast. Ist halt immer so eine Sache. Es ist auch so eine Sache, wenn du, wenn du Birthright einsammeln möchtest und nicht weißt, was es macht, aber es ist Regurgitate. Wir werden, wenn wir das Void einsetzen, haben wir eine 10% Chance, ein Item zu bekommen, das wir schon mal gevoidet haben, was irgendwie sehr cool klingt. Aber die Stats behalten wir. So, lass mich mal rechnen. Nee, nicht ganz. Dich hätte ich aber gleich gerne auch noch. Ja, nicht, dass wir uns da falsch verstehen, meine lieben Death Options. Dich nehme ich mir auch noch mit. Aber dafür brauche ich halt noch eine Münze. Und ich bin irgendwie fest davon überzeugt, dass ich die hier bekomme. Nicht ganz. Dann gib mir die hier. Wow. Spiel, du bist ein Arsch. So. Ja, ich meine, immerhin kriege ich wieder meine Herzen zurück. Denn sie brauchen meine Liebe nicht. Was haben wir hier? Range Up? Power Pill? Wenn ich mich beeile, komme ich hier auch noch raus, ohne Damage zu fressen. Und die Purtified Poop haben wir einfach mal gegulpt. Haben wir hier noch irgendwo Kacki? Ich habe keine Kacki mehr. Ich habe auch keine Bombe mehr. Gut, dann muss ich jetzt erst zum Boss. Das ist Baby Plum. Die Baby Plum. Ich habe gerade überlegt, ob ich Baby Plum erst vielleicht gar nicht angreife für ein Achievement, aber ich schalte ja hier keine Achievements frei. Scheiße, ich habe jetzt erst gesehen, dass wir bis zu Isaac müssen. Ich habe gedacht, das wird so ein entspannter, kurzer Run. Wird es aber nicht. Ich hätte gern irgendwas mit Bomben, wenn ich ehrlich bin. Psyfly macht hier gerade einen guten Job. Psyfly macht hier gerade einen echt guten Job. So. Wobei man sagen muss, dass Birthright mitzunehmen eigentlich immer eine geile Idee ist. Wir nehmen das HP ab mit und ich schaue zumindest mal rein. Und bin felsenfest davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist, Abaddon mitzunehmen. Sprengen wir einmal hier. Oh, danke. Das lohnt sich wenigstens. Es lohnt sich wenigstens. Wie Lidl. Das lohnt sich wie Lidl, Freunde. Okay. Ja, wir können hier noch das Feuer wegmachen. Aber wenn da jetzt noch eine Münze drin gewesen wäre, hätte ich mich geärgert. Weil mir geht es ja in erster Linie darum, dass wir... Ich bin verkehrt hier. Mir geht es ja in erster Linie darum, dass wir... hätten im Itemraum, na komm, wir machen das so, zwar im Itemraum, im Bossraum hätten die Wahl, dass wir im Bossraum die Wahl zwischen zwei Items gehabt hätten. So, jetzt habe ich es aber langsam mal.
Okay, dann würde ich sagen, let's go der Hase. Wir gehen weiter und wir gucken uns einfach mal die Cutscene an, die wir bekommen. Inception. Okay, Freunde, die Caves One. Ich habe noch nicht einmal mein Void benutzt, was ich krass finde. Aber immerhin mache ich guten Damage mittlerweile, ne? So, aber wir müssen jetzt auch mal langsam unser Void nutzen. So. Sag ich euch, wie es ist. Pass mal auf, wenn wir hier eine Bombe setzen, so. Dann können wir hier hin. Dann können wir uns hier das ganze Geld holen und haben wieder ein bisschen Geld für den Shop. Dann machen wir das hier auf jeden Fall auch. Das war eine Kiste in der Kiste in der Kiste. Und ich würde gerne das Forgotten Lullaby mitnehmen, das wir übrigens noch nicht freigespielt haben. Aber wie erwähnt, in den Daily Runs zählt nicht, was wir schon freigespielt haben und was nicht. Ich könnte hier theoretisch auch Godhead und das Death Certificate bekommen. Und das ist mit der Grund, warum ich diese Videos zwar mit in die Playlist für das Let's Play, für den Spielstand, für den Dead God mit reinnehme, weil es halt drei Achievements gibt, die ich dafür brauche. Aber die halt gesondert behandle und zum Beispiel die keine Partnummer bekommen, sondern eben nur DR10 in dem Falle. Wir haben keinen Schlüssel. Das ist nicht cool. Ach, wir haben ja eine Psyfly. Ich brauche mir da jetzt keine großen Gedanken zu machen. So, wir haben leider keinen Schlüssel. Gucken wir mal, ob wir noch einen Schlüssel bekommen. Wenn nicht, gucke ich mal, ob ich in der nächsten Ebene vielleicht ein Planetarium kriege, ha? Wer weiß? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? So. Das war natürlich Absicht. Ich wollte gucken, was passiert, wenn ich in den Gegner reinlaufe. Um jeden Fall verhindern, dass wir irgendwie Perfection kriegen könnten. Weil das wäre ja langweilig, wenn du Perfection kriegst. Ja, gucken wir erstmal, ob wir vielleicht sogar noch einen zweiten Schlüssel bekommen. Das war einfach nur ein Geräusch, dass ich hier keinen Schlüssel gekriegt habe. Okay. Ja, unsere Tears Rate ist gut, unser Damage ist gut. Wir kriegen immerhin noch eine Bombe. Mit der Bombe würde ich eher schauen, dass wir an das Herz rankommen. Nee. Wir schauen mit der Bombe Folgendes. Und zwar, ob wir hier, von hier aus in den Shop rein kämen. Nein. Okay. Dann gehen wir erstmal in den Itemraum. Das sind Bomben. Das sind Bomben. Das muss ich mitnehmen. Weil hier ist der Magic Mushroom. Dann ist er halt hier. Dann gibt es den halt nicht auf der Ebene. So, da ist schon mal kein Secret Room. Der könnte aber hier sein. Ich habe schon wieder kein Void genutzt, ne? Hier ist auch der Secret Room. Und hier möchte ich auch gerne einmal rein. Und zwar ohne Damage zu fressen. Hey, es hat sich nicht gelohnt. Das ist doch cool. Oder? Ist auch immer wieder cool, wenn sich das nicht lohnt. Ach, es hat sich doch gelohnt. Okay, dann mal auf in den Shop. Vielleicht können wir da ja was voiden. Wer weiß. Vielleicht ist da aber auch ein Item drin, was ich unbedingt haben will. Was haben wir denn hier? Nee, haben wir nicht. Wir haben High Priestess. Das ist auch eine Lockdown, by the way. Ich würde jetzt die High Priestess mitnehmen. Und dann mal schauen, ob wir irgendwas bekommen im Bossraum, das ich eventuell voiden kann. Und dann würde ich mal gucken, dass wir uns ein bisschen beeilen, dass ich eventuell sogar noch in den Bossrush komme. Muss man dann mal schauen, weil wir sind erst Caves 1 und haben dementsprechend noch drei ganze Ebenen vor uns. Das ist Bombino natürlich. Wer sonst? Ich meine, warum sollte es kein Charakter sein, den niemand mag? Aua. Okay. Bombino, ich hab da was für dich.
So. Wo haust du denn hin? Honestly? Ich werde jetzt einfach beides voiden. Das ist ein Speed und ein Shot Speed up? Shot Speed, ja. Speed und Shot Speed. Und dann werde ich definitiv Duality mitnehmen. Ich werde Duality mitnehmen. Ich hätte hier High Priestess einsetzen können, ne? Ich Arsch. Ich hätte hier einfach High Priestess einsetzen können. Dass das übrigens wieder eine goldene Kiste geworden ist und kein blaues Herz oder sowas, das war wieder typisch mein Luck aktuell in Isaac. Ich habe nur Luck in den Streams. Ich habe hier in diesem Spielstand keinen Luck aktuell. Auch gut, ich muss dazu sagen, Leute. Ach, das kann ich euch noch gar nicht erzählen. Die Folge habt ihr noch gar nicht gesehen. Die kommt ja erst morgen. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Nee, dann vergesst bitte, dass ich's überhaupt erst angesprochen habe. So. Macht nix. Freunde, macht nix. Ich hätte gerne ein Damage abbekommen gerade durch das Void. Habe ich aber nicht gekriegt, aber ihr wisst, warum ich Apollyon hasse. Genau deswegen. Weil du nie die Stats bekommst, die du brauchst. So. Damage abbekommst du nur, wenn du eine Arsch-Tears-Rate hast. So. Aber reden wir nicht über mein Item-Luck. Reden wir bitte nicht über mein Item-Luck. Ich meine, habe ich letztens in den Eden Streaks im Stream als Start-Item das Death Certificate bekommen? Vielleicht. War im ersten Angel-Deal, den ich bekommen habe, Godhead? Eventuell. Aber das sind ja alles so Kleinigkeiten, ne, über die du dich noch nicht mal mehr freuen kannst. Wenn du genau weißt, du hast dann noch einen Spielstand. Leute, ich mach nur Spaß, natürlich freut man sich darüber. Hallo. Okay. Wäre ich ja schön blöd, wenn ich mich nicht über geile Quality 4 Items freuen würde. Ich habe an diesem einen Tag im Stream mehr Quality 4 Items bekommen als in den letzten 4 Wochen in diesem Spielstand hier. So. Und das waren schon nicht wenige, die wir hier gekriegt haben. Ja, ich beschwere mich nur gerne, dass ich keine guten Items bekomme, obwohl es actually gute Items sind. Two of Clubs. Eben haben wir wieder 2 Bomben. 2 Bömpken. Dann lass mich mal die Kiste hier aufmachen. Hat sich gelohnt. Ich habe meine Bomben auf plus 1 gesetzt und wieder einen Schlüssel zurückgekriegt. Du stirbst auch. Dank der Psyfly mache ich mir keine so allzu großen Gedanken, hier mal irgendwie getroffen zu werden. Durch irgendwelche Tränen. Weil die Psyfly da schon sehr gut tankt. Wenn ich jetzt noch zusätzlich die Botfly bekäme, ich glaube, das wäre ein sehr, sehr, sehr defensiver Run. Speeddown, Gulp. Okay, ich glaube, ich behalte die High Priestess. Powerpill ist ganz geil, wenn wir den Secret Room finden würden. PhD, echt, sorry, das sind alles so Sachen, die kann ich gerade definitiv nicht voiden. Speed up, danke. Ich habe jetzt wieder so viele Pillen hier rumliegen. Die kannst du alle nutzen, ne? Ja gut, die da oben nicht. Aber, auch nur, weil ich nicht rankomme. Aber wir haben jetzt schon wieder einen sehr geilen Damage, ne? Sehr geilen Speed. Und wir haben schon 2 Trinkets gegulpt. Eins davon ist die Purtified Poop und das dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, Boss Rush wird nichts mehr. Freunde, kein extra Content. Ist das was oder ist das was? Kein extra Content. Was ja nicht schlimm ist, weil das bedeutet ja trotzdem, dass der Run länger geht. Ja. Okay, was haben wir hier? Alter Schwede. Alter Schwede. Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn man Diplopia voidet? Setze ich das dann immer ein oder ist das dann ein One-Time-Ding? Ich meine, ich nehme jetzt sowieso die Black Candle mit, das ist ganz klar. Aber es hätte mich interessiert und irgendwann probiere ich das vielleicht mal aus. Wow. Ja, wobei, es hat Damage gemacht. Das hat guten Damage gemacht sogar. So, stirb und jetzt gib mir 2 Deals. Das Spiel hat mich erhört. Lass mich erstmal in den Angel Deal reingehen.
Das ist die Urn of Souls. Wir machen jetzt Folgendes. Ich werde jetzt den hier machen. Werde dann die Urn of Souls einmal einsammeln und dann werde ich das hier drin voiden. Gucken, ob ich im Shop noch eine Batterie hatte. Da habe ich nämlich jetzt gerade nicht aufgepasst. Und werde dann eigentlich Blödsinn hier zu voiden. Ich habe nicht aufgepasst, ob du... ich habe nicht aufgepasst. Pass auf, wir nehmen... Wir machen das jetzt so. Wir voiden hier. Wir kriegen einen Damage ab. Ich guck noch mal in den Shop. Das ist eine Fool. Merke, dass wir reingeschissen haben. Und nehmen das Range und Luck ab mit. So, weil unser Luckwert halt sowieso Arsch ist gerade. Weiter geht's. Nächste Runde. Nächste Ebene. Denk Depths. Ja, den müssen wir jetzt machen. Da werden wir zu gezwungen, den zu machen, tatsächlich. So. Dürfen wir vielleicht noch irgendwas anderes gulpen? Jetzt noch unseren Burnt Penny zum Beispiel. Würde ich fühlen. Dann haben wir schon drei Trinkets gegulpt. Und dank des Lullabies tatsächlich würde ich Familias tatsächlich aktuell nicht zwingend voiden. Weil die einen Buff bekommen durch das Lullaby. Die haben eine erhöhte Tears Rate dadurch. Was, wenn wir ehrlich sind, sehr geil sein kann. Gerade bei sowas wie dem Demon Baby. Oder dem Rotten Baby. Wie er nicht stirbt hier, ne? Was haben wir hier? Horf. The Fool. Oh, dass ich da nicht getroffen wurde. Okay. Na, immerhin kriegen wir wieder ein paar Schlüssel zusammen. Ja, nee. Boss Rush wird nichts mehr. Boss Rush wird definitiv nichts mehr. Aber dann können wir uns ein bisschen Zeit lassen. Nicht so viel Zeit, weil irgendwann muss ich ja dann auch mal schlafen gehen. Der Grund übrigens, warum ich hier in diesem Video so viel rede, ist, ich möchte mir angewöhnen, dass wenn ich nicht so viel rede in dem Run, dass ich dann auch mal ein paar Stellen rausschneide. Ganz klar, weil ist ja nicht so interessant, wenn ich nicht rede, außer es passiert irgendwas Krasses in dem Run selbst. Aber das gerade bei so einem Run, der sehr, sehr zeitnah kommt, erleichtert es mir die Arbeit, wenn ich hier mal durchquatsche. Oh, der ein oder andere kann das bestimmt relaten. Ach stimmt, das war ein Telepilz. Siehst du, mein Goldfischgehirn hat sich wieder, hat wieder zugeschlagen. Und dann du noch. Sehr schön. So, Freunde. Okay. Zack, 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 zack. Der Grund, warum wir übrigens Angel Deals bekommen, obwohl wir schon im Devil Deal waren, ist übrigens Duality. Ich möchte es an der Stelle mal ganz kurz anmerken. Es ist ja tatsächlich so, wenn wir den ersten Item, den ersten Devil Deal erst gar nicht betreten, ist der nächste Deal, den wir bekommen, ja ein Safe Angel Deal. Und das ist übrigens der Grund, warum ich manche Devil Deals nicht betrete. Ja, wenn ich ihn betrete und kein Item mitnehme, ist die Chance natürlich noch da, einen Angel Deal zu bekommen. Aber die ist halt nicht 100%, sondern 50-50. Ganz ehrlich, dich voide ich. Das ist ein Damage Up. Habt ihr die Urn of Souls gerade kurz gehört? Okay. Wenn ich den Knopf jetzt gedrückt gehalten hätte, wäre dann das blaue Feuer rausgekommen? Aus meinem Void? Wäre irgendwie lustig. Der Gedanke. Okay. Oh, Psyfly ist halt schon so ein richtiger tanky Bastard, ne? Sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Psyfly ist halt schon so ein kleiner Gamechanger in so einem Run. Und das Schöne ist, ich kann ja keine Curses mehr bekommen, weil ich die Black Candle habe. Das kommt ja noch dazu.
Kein Curse of the Lost oder irgendwas. Komm, wir setzen die World gleich ein, weil ich die Fool behalten will. Im Nachhinein war es ein bisschen dämlich, wenn ich ehrlich bin. Ich bekomme auf jeden Fall noch eine Aufladung. Ja, Sharp Plug wäre cool. Ich bekomme keine Aufladung. Ich werde da oben den Raum noch eben fix machen. Vielleicht haben wir da noch ein Treasure Room oder so. Nee, nicht ein Treasure Room, ein ja, so ein, doch, so ein Kistenraum halt, so ein, ne? Wie wisst ihr, ich meine, diesen doppelt abgeschlossenen, ich weiß gerade gar nicht, wie die auf, ich weiß gerade gar nicht, wie die richtig heißen, der YouTuber, den ich persönlich mal schaue, der nennt das tatsächlich immer Vault Room, aber eigentlich ist es ja ein Treasure Room, das ist jetzt natürlich auch ein Treasure Room hier jetzt gleich auf der rechten Seite, das hier, ne? Aber, hier der Schatzraum halt, ne, wo immer mindestens eine Münze drin ist. Die ist ja garantiert, diese eine Münze. Das war die schlechteste Bombe. Das waren die schlechtesten zwei Bomben. EU West. Au. Das war der schlechteste Dodge eines Brimstones EU West. Ich gehe wieder in den Angel Deal. Ich werde das Celtic Cross voiden. Ich werde das Messer mitnehmen. Let's go. Hoffen wir, dass wir es nicht bereuen, dass ich das Messer mitgenommen habe. Aber andererseits, sage ich euch ganz ehrlich, ist das jetzt ein Free Win. So. Und jetzt kommt mein Streaker-Gehirn wieder in Wallung. Der sagt, ey, du kannst hier gerade auf eine zweistellige Daily Run Streak gehen. Ja, natürlich, du hast die nicht hintereinander gemacht. Dafür hätte ich aber auch gar keine Zeit, wenn ich ehrlich bin. Aber ich zerbums jetzt alles hier. So. Okay, okay. Okay, und jetzt bist du noch dran und du noch dran. Was haben wir hier? Eine Blank Room? Ist eine Burkano gewesen. Auf in den Itemraum. Nehmen wir einmal mit für Bookworm. Ich werde es allerdings nicht voiden. Wäre ich schön blöd, wenn ich jedes Mal, wenn ich das Void einsetze, Bomben spawne. Das hat mir schon mal einen Run gekostet und deswegen machen wir so einen Scheiß einfach mal nicht. Dass ich hier getroffen wurde, ist eine Frechheit. Die Psyfly hat gerade nicht ihren Job gemacht. Ist das frech? Ja, ich weiß, es ist auch frech, Gimpy als nicht so gutes Item zu bezeichnen. Aber, Kosten Nutzen bei Gimpy, wenn du ein Herz dafür ausgibst, dafür, dass du eigentlich schon so strong bist, dass du kaum noch getroffen wirst, brauchst du auch kein Gimpy mehr. Ne? Guck mal das Broken Modem. Guck mal, wir laggen uns jetzt hier mal so ein bisschen durch den Run durch. Ich hätte Bogo-Bombs mitnehmen sollen, nicht Arsch. Aber ich spawn ja auch Bomben, wenn ich... Was ist das für eine Reversed Card? Judgment. Ich weiß gerade nicht, was... Jetzt weiß ich's wieder. Okay. Ich kann mir diese Reversed Karten einfach nicht merken. Und da bin ich wieder auf Item Descriptions angewiesen. Sag ich euch, wie es ist. Da bin ich dann wieder jemand, der auf diese Item Descriptions angewiesen ist. Ich kann es mir bei der Reversed World merken. Ihr wisst, was ich meine? Da kann ich es mir merken. Das ist Crawl Space. Die Reversed Moon Card bringt uns in einen Ultra Secret Room. Die Reversed Emperor Card bringt uns in einen alternativen Bossraum zwei Ebenen unter uns. Und da hat der Lag zugeschlagen für das Broken Modem. Wir gehen jetzt aber erstmal zu Moody. Und hauen ihr aufs Maul. Früher konntest du dich ohne Kontaktdamage da rein drücken. Glaube ich. Aber lass mal das Polaroid mitnehmen und weitergehen. Eigentlich brauche ich das Polaroid nicht. Ich hätte das sogar voiden können. Weil wir müssen nur zu Isaac. Wir müssen nicht zum Blue Baby. Eigentlich hätte ich es voiden können. Gucken, was für Stats ich bekomme. Ja.
Und dann wäre alles cool gewesen. Wenn ich mich jetzt beeile, könnte ich hier trotzdem noch extra Content rausschlagen. Pass mal auf. Wir rennen jetzt mal zum Boss durch. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich wieder einen Angel-Devil-Deal. Ich würde auch hier wieder auf den Angel-Deal gehen. Es ist ein Boss, bei dem ich gerade nicht weiß, wie er heißt. Carrion Queen? Nee, nicht die Carrion Queen. Ja, genau dieser Boss ist das. Ja. Wir nehmen natürlich das Speed-Up und Damage-Up mit und kriegen keinen Devil- und Angel-Deal. Das ist frech. Sag ich euch ganz ehrlich, das ist frech. Wir gehen nach rechts. Das fühlt sich falsch an. Ich wollte es euch nur zeigen. So, Broken Modem ist halt wirklich broken, teilweise. Hier, den hier meinte ich im Übrigen, ne? Und hier ist immer mindestens eine Kiste und wenn keine Kiste drin ist, dann ist hier Kacke drin, die immer mindestens eine Münze, nicht eine Kiste. Ist immer mindestens eine Münze drin und wenn hier keine Münze drin ist, dann ist hier Kacke drin, die immer mindestens eine Münze droppt. So. Okay. Let's a go. Ja. Feine. Finally. So. Oh, ich liebe das Broken Modem, ne? Das ist so ein geiles Item. So ein geiles Produkt, ne? Stirb. Und wir machen mittlerweile einen 9er Damage. Das ist ganz geil, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Was haben wir hier? The Tower. Das können wir eigentlich mal mitnehmen. Freunde, ich sag's euch ganz ehrlich, es ist durchaus möglich, dass das der erste Daily Run wird, den ich nicht schaffe, weil ich tatsächlich jetzt gleich vorhab, zu Hasch zu gehen und nicht weiß, ob ich Hasch mit den aktuellen Stats, die ich habe, schaffen kann. Klar, wir haben das Knife und wir haben gutes Leben, also gute HP. Aber sind wir doch mal ehrlich, das hat ja nichts zu heißen. Doch, hat es ja eigentlich schon, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist halt immer noch Hasch. So, erstmal zum Muddy. Und ich habe sie so weit gedamaged, dass sie keine weiteren Augen mehr spawnt. Das ist doch schon mal was. So, und manchmal hören die Gegner auch einfach auf zu schießen, weil sie dann laggen durch das Broken Modem. Trinity Shield. Ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich sie lieber zum Devil Deal gegangen wäre. Aber ich werde jetzt hier einmal voiden. Das hat sich gelohnt. Und ich werde darauf gamblen, dass wir hier im Shop eine Batterie bekommen. Ich werde darauf gamblen, dass wir hier im Shop eine Batterie bekommen. Haha, keine Batterie. Scheiße. Dann gib mir BFF. Gib mir BFF und gegebenenfalls noch ein bisschen Geld. Danke. Sehr cool. Gib mir die Screw und Dad's Lost Coin. Dann gehen wir hier rein. Telepathy for Dummies. War da noch ein Tinted Rock? Nein. Dann gehen wir hier rein. Hier ist ein Tinted Rock. Ein Schlüssel und ein blaues Herz. Hier nehmen wir Fate's Reward mit. Schauen einmal, ob wir hier eine Batterie drin haben. Nö. Keine Batterie für uns. Okay. Dann kann ich hier beides nicht mitnehmen. Könnte jetzt Telepathy for Dummies mitnehmen, das da einmal einsetzen und ich glaube, das machen wir sogar. Ja, das ist ein Void, eine Void-Aufladung, die ich nicht bekomme. Aber gerade durch Fate's Reward lohnt sich hier ein Homing-Effekt auf jeden Fall. Das Messer ist nicht ganz so krass mit dem Homing-Effekt. Ist es schon, aber sind wir mal ehrlich, sowas Dickes wie Hasch solltest du mit dem Messer eigentlich treffen. Und das Broken Modem ist bei Bullet Hell tatsächlich sehr geil.
Und BFF, müssen wir jetzt mal so sagen, wie es ist, war eine gute Idee, wenn wir die Psyfly haben. Weil die kann einfach noch ein bisschen mehr rausblocken. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, weil im Endeffekt, sie fliegt ja sowieso einfach nur in die Tränen rein und blockt die raus. Aber es fühlt sich so an. Das kommt mir erst in erster Linie drauf an, wie es sich anfühlt. Wenn du eine dickere Psyfly dabei hast. So, da kommt die Continuum-Attacke. Das heißt, ich stelle mich einfach mal kurz ein bisschen in ihn rein. Vielleicht nicht zu dolle. Aua. Okay. Okay, ich merke gerade, wie beschissen Homing mit dem Messer eigentlich sein kann. Wenn da auch so ein paar Fliegen um ihn rumfliegen, die die ganze Zeit dafür sorgen, dass meine Tränen, mein Messer nicht so in ihn rein connected, wie ich das gerne hätte. Aber Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, wenn wir Hush besiegt haben, dann haben wir den Run auch schon geschafft. Und den werden wir besiegen. Ich meine, guckt euch das Leben von Hush an. Und, ne? Hast du mal die Größe des Zimmers gesehen? Hast du mal gesehen, wie viel Spielzeug in dem Zimmer ist? Es bleibt nämlich alles so, wie es hier ist. Und es wird sich nichts dran rütteln, egal ob du hier bist und nicht. Na, jetzt nehmen wir natürlich wieder das Void mit und gehen Richtung Isaac. So. Soll ich so cocky sein, bei Wins und Streak schon mal eine 10 reinschreiben? Soll ich wirklich so cocky sein? Pass auf, jetzt verliere ich das Ding noch. Das war einfach nur ein HP ab. Nice. Was ja klar ist, wir kriegen keine Stats down durch Pillen. Wir kriegen ja nur positive Effekte. Wir haben PhD. My name is Dr. Fetus. PhD. Okay. Habt ihr gerade gesehen, wie er sich gefreut hat? Er hat die Arme hochgerissen, als er gespawnt ist. Und dafür stirbt er jetzt. Oh. Könnt ihr euch vorstellen, könnt ihr fassen, dass dieses Spiel schon 10 Jahre alt ist dieses Jahr? Überlegt euch das mal. Isaac ist 2014 released worden, also Rebirth ist 2014 einfach released worden. Ich hoffe, ich erzähle gerade keinen Bullshit. Nicht, dass es irgendwie 2016 war, aber es müsste 2014 gewesen sein. So lange spiele ich dieses Spiel schon. Mit vielen Pausen dazwischen, mit langen Pausen dazwischen. Das ist jetzt tatsächlich eine der längsten Isaac-Phasen, die ich habe. Und ich liebe es. Momentan liebe ich es. Isaac ist mittlerweile wieder zu meinem, nicht nur einem meiner Lieblingsspiele, sondern zu meinem Lieblingsspiel geworden. Es hat einfach Dead by Daylight abgelöst bei mir. So, okay. Dead by Daylight spiele ich aktuell ganz, ganz selten. Aber demnächst auch trotzdem mal wieder im Stream. So, apropos Stream, ne? Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut gerne mal vorbei. Ist aktuell ein bisschen seltener. Demnächst habe ich Urlaub. Im Juni habe ich Urlaub. Da wird es dann mal wieder ein bisschen mehr. Demnächst habe ich auch mal ein paar mehr freie Tage durch die ganzen Feiertage, die jetzt bevorstehen. Kommt gerne vorbei. Ich freue mich auf euch. Schreibt mir was Nettes in den Chat. Stellt mir Fragen zu Isaac, wenn ich gerade Isaac spiele. Und vielleicht sieht man sich da mal. Würde mich freuen. Ist kein Muss. Gerade musste ich mich ganz kurz konzentrieren, warum auch immer. Ich weiß gerade nicht, warum ich mich hier an der Stelle so heftig konzentrieren musste. Ah, jetzt. Ich wollte's voiden, bin dann aber aus Versehen reingelaufen. Das ist krass. Ich wollte tatsächlich voiden und bin aus Versehen reingelaufen. Komm, dann probiere ich jetzt was aus. Nee, geht nicht. Ich kann hier nicht die Urn of Souls nutzen. Stirb. Stirb. Ich wollte ihn one-cyclen. Zack. Okay. Dann haben wir einen Stage-Bonus. Ich bin unter den Top 1000, ey. Was willst du mehr? Unter den Top 100. Das wäre besser.
So, erstmal hier den hier machen. Einmal unten diese Statistik richtig stellen, denn wir haben jetzt eine 10er-Streak. Wir haben 10 Daily Runs geschafft und wir brauchen 31. Kacki. Freunde, wir sehen uns dann morgen wieder zu einem regulären Run. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Ganzen trotzdem gerne ein Däumchen nach oben da. Bis dahin. Ciao, ciao.